Ich spreche jetzt mit Hoyt. So ist es. Wir gehen jetzt wieder zurück. So. Am besten hier schnell einsteigen. Weil hier war irgendwo auch der Tiger. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber irgendwo war er hier. Egal, wir fahren jetzt einfach zu Hoyt. You make me smile. Gerade was Lustiges gesehen, wie ein Copy-Pasting. Hier, die Pflanzen links. Die sehen aus, als würden sie gecopy-pastet sein. Die drei Dinger da, die da nebeneinander stehen. Aber was mir heute hier alles auffällt, ist ja der Wahnsinn. So. Ich glaube, wir müssen jetzt hier. Mein Klaxi. Gehen wir mal in die wunderschöne Bruchbude rein. Hier kommt man nämlich rein und hat den schönsten Ausblick der Welt. So. Sprich. Und jetzt gehen wir noch mal hier rein, mal sehen, was der Mann zu sagen hat. Es geht endlich mit der Story weiter. Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du je mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel, die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja, also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, Boss, planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist zu knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, der interessiert mich einen Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass sie dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn ihr Joint, Brody, okay, nicht egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ja, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bennerstown? Einheimische Sympathisanten? Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Okay. Das heißt also, da gibt es jemanden. Die Story ist jetzt nicht so verwinkelt, muss ich sagen, aber. Also, da gibt es anscheinend jemanden, der ein bisschen noch zu Lars Kontakt hat. Und Vaas steht anscheinend in einer Bringschuld, in einer ständigen Bringschuld zu dem Herrn Hoyt.
Warum hat er die US-Flagge eigentlich hier? Ist doch genau das. Nein. Eigentlich am besten keine Flaggen hier haben. Na, Ente putze ich ihn. Was machst du denn? Da willst du halt wegschieben oder ist los? So. Oh, jetzt sollen wir hier hin. Ah, der Typ will doch nur wieder, dass wir irgendwas machen. Vielleicht können wir hier noch irgendwas anderes machen. Genau, hier sind die ganzen. Hier sind die ganzen Tiger und so. Es gibt irgendwie so kleine Sachen, die man hier machen kann zwischendurch. Finde ich auch sehr cool eigentlich. Muss ich allerdings sagen, bringt mir nicht so viel. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Jodojod. Also hier unten geht es ja noch weiter, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Aber ja, da sollen wir jetzt hin. Achso, nee, aktuelles Ziel, natürlich. Okay. Dann gehen wir da einfach mal hin. Ich glaube, da waren wir doch schon gewesen. Und zwar, da können wir auch ganz schnell hingehen. Wir machen es einfach mal, wo wir es können. So. Camp du Nord. Gucken wir mal, was uns vor allen Dingen hier erwartet in dieser schluffigen Gegend. Und gut, dass wir mal hier sind. Ja, weil wenn wir hier schon mal sind, dann können wir gleich mal unser ganzes Arsenal auffüllen. Und das finde ich eine sehr gute Leistung. So, die Karten brauchen wir erstmal nicht mehr. Ja. Oder können wir noch irgendwas verbessern oder so, weil das wäre ja mal ganz schick. Schick. Hier nicht. Hier Brennstoffflammengürtel. Ja gut, die Brennstoffflammengürtel, was soll ich denn da machen? Spezialpfeile. Also ehrlich gesagt. Na komm, lass uns das einfach herstellen. Was soll das Ganze? Meine, letzten Endes können wir damit eh nichts machen. Da haben wir es wenigstens eingesetzt. Falls wir es ja doch nochmal brauchen, weil wie ihr gehört habt, hat er auch von dem Flammenwerfer gesprochen. Und als wir das mit dem Flammenwerfer gemacht haben, das war ja noch ganz am Anfang. Oh, da ist der Tiger. Das war ganz am Anfang. Und ist wirklich schon ein Weilchen her, ehrlich gesagt. An das hier kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, an dieses Camp. Oder doch? Oder waren wir hier nicht eben erst vor kurzem? Nein, natürlich. Hier, ach, sehr dumm von mir. Natürlich, hier waren wir doch vorhin. Deswegen, ja, okay. Aber nicht bei diesem Wetter, bei diesem wunderschönen Wetter und mit dieser. Ich wusste gar nicht, dass hier auch noch Tiger sind. Bei diesem Wetter, bei dieser Sonneneinstrahlung, meine ich. Wir gehen jetzt einfach mal nach hinten, mal sehen, wer da uns da erwartet. Sollte ja nicht so schlimm sein jetzt, weil wir haben ja hier aufgeräumt. Das sieht wunderschön aus. Immer geradeaus. Ja, und was wir halt gesehen haben, das war es auf jeden Fall, wie gesagt, in einer Schuld steht. Und eigentlich selber fast gestorben wäre und jetzt handelt er, das heißt wahrscheinlich nicht erst jetzt, sondern schon vorher handelte er wie ein Irrer und wahrscheinlich konnte ihn deswegen seine Familie nicht wirklich ausstehen. Willis, ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Okay. Ach, das kenne ich ja auch noch, ne? Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf!
Siehst du den rot gestreiften? In der Mitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß! Ein unser Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Ja, dann müssen wir da mal ganz schnell rein und dem Mann helfen. Ich muss den Kerl retten. Dann müssen wir jetzt mal hier zu dem Punkt, das ist ganz wichtig. Gib mir lieber deine Sachen. Was ist er denn jetzt? Alles okay? Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Such nochmal. Das ist richtig krasser Tobak jetzt. Wir müssen das Feld überqueren. Wir müssen das Dorf erreichen. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Wir haben den Helm auf. Ja, keine Chance, weil er wird von rechts und links gefeuert, aber da ist niemand. Das heißt immer, da rechts, da wird er angeschossen, aber da ist kein Mensch. Das können wir wahrscheinlich alles normal machen. Gib mir meine Waffe einfach zurück, hä? Nicht da reingehen, da brennt es, du Idiot. So, der Blödmann. Müssen wir jetzt da reingehen? Bitte, danke. Sinn. Und rüber die Dux. Scheiße, ich wurde beraubt. Wie du wurdest beraubt? Ist das deins hier? Keine Ahnung.
gar nicht aus seiner Deckung gekommen, hätte ich ihn niemals treffen können. Ich suche noch. Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Und dann knöpf dich mal vor. Wow. Du bist ein Arschloch. Was hat er? Was? Du alter Bastard, Mann! Du bist ein Bastard, ey. Nee, ganz ehrlich, also ist nicht in Ordnung von dem Typen. Los, Rinder mit dir, such. Du Lappen. Ja, ich weiß, hey, die kommen jetzt von da. Ich suche. Mach schon. Ich finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Du kannst dich ändern. Und dann such mal. Hä? So, du musst richtig konzentriert sein hier. Keine Chance gehabt. Also das ist das große Problem. Also ich krieg schon da richtig Wutanfälle hier, weil das ist so ein Quatschspiel, wo es eigentlich heißt, alles so nach und nach abballern. Das macht gar keinen Sinn. Das ist so sinnlos. Also ich weiß, es kommen die wieder von da. Ich weiß schon, okay. Ja, warum? Hey, hilf mich, während ich suche. Mach schon. Ich finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Jo. Boah. Die werden ja immer besser. Kriegt den nicht, dann ignoriere ich den jetzt. Es gibt ja noch andere Leute hier, die getötet werden müssen. Der stirbt nicht, dann lassen wir den. Machen hier weiter. Weil der versteckt sich da so. Der lebt immer noch. Unfassbar. Den stirbt er eigentlich. Idiot. So, jetzt brauchen wir nämlich den hier. Was ich jetzt mache? Dann such doch. Das ist kein Problem. Du wirst sterben. Was sind das hier für Geräusche?
Doch, Schüssi. Kopfschuss. Also ich kann den ja gar nicht sehen, wa? Ach so, da drin. Das ist auch ein Kopfschuss. Kopfschuss. So, mein Bürschchen. Ich bleib jetzt einfach immer ganz locker unten liegen. Na, wo kommt er denn? Wie kann er sich denn da hinten verstecken? Da kommt er doch nie zum Schuss. Nächster Kopfschuss. Richtig aufregende Musik. Und los. Hey, komm her. Komm her. Ja. Hier ist ein Foto. Ich hab das Transportverzeichnis. Mann, endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Top Typ. Guckst du denn doof? Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder. Willis. Hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Sehr gut. Hey, will der nicht wenigstens mal was einsammeln? Also ich meine jetzt nicht nur plündern? So. Ich meine ja nur, also man muss ja ein bisschen aufpassen. Aber hier sind so viele schöne Sachen und irgendwie kann man das alles nicht benutzen. Genau, das ist auf jeden Fall ein süßes kleines Dorf, was brennt und was man sich wahrscheinlich gar nicht so anschauen soll. Das ist ja geil. Dann holen wir uns doch hier noch ein paar Sachen. Also man hätte überall einen Häuserkampf machen können. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ja. Naja, da müssen wir natürlich erstmal rumgehen, weil unser kleiner Jason kann ja nicht über den Tisch greifen. Ist ja ein bisschen zu viel verlangt. Ja, jedenfalls haben wir das sehr gut gemeistert, muss ich sagen. Also, ja, kann man schon mal. Was ist los hier? Kann man nicht springen oder was? Bringt uns natürlich nichts. Ja, ich glaube, dann war es das erstmal. Können wir mal gucken, wo jetzt der Typ geblieben ist. Wahrscheinlich ist der ja auch nicht mehr da. Doch, der steht da doch noch. Ja, dann, was ist los? Bleibst du heute hier oder was? Fange den Konvoi mit Oliver ab. Dann machen wir das nochmal kurz, weil wir können ja hier wahrscheinlich eh nicht. Ja, schaffen wir das? Den Konvoi mit Oliver abfangen. Nur wissen, wo der Konvoi ist. Hey, dann guck mal lieber auf die Map, weil ich habe so schon so ein komisches Gefühl. Weil der Konvoi ist nämlich hier. Das müssen wir ja wohl noch mal machen, kurz den Konvoi abfangen. Können wir gerne noch mal aufladen, hier das schöne Schmuckstück. Und dann sollte es sich eigentlich auch schon haben und wir reisen halt immer weiter. Das war eben richtig doof, weil wir haben immer wieder auf den Sack bekommen. Das muss ja auch nicht sein. Vor allen Dingen, wenn man dann, irgendwie man schießt und schießt, aber man trifft da keinen Luder von denen. Und dann hat man die Karte gezogen. Ich guck mal kurz auf der Karte. Ja.
wir schon mal beim Thema sind, und dann müssen wir da wieder rechts da hoch. Da holen wir uns das Auto hier. Wir machen einen Power Slide, einen Donut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil wir haben den ja theoretisch da stehen gelassen. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Ach, quatsch mich nicht voll. Einfach hingegangen, habt ihr gesehen? So macht man das. So, ich gehe jetzt mal dahin. Das war ja die Stelle, wo der eine Soldat mitten im Haus gespawnt ist und gar nicht raus konnte. Wozu braucht der einen Aussichtsturm? Der braucht eine Waffe dafür überhaupt. Baby, das war ein bisschen schwierig gerade, muss ich sagen. Ich dachte, dass er da doch nicht so hart gesotten, der Jason, ja. Achso, die Zeit habe ich ja gar nicht gesehen. Na gut. Dann lass uns mal so machen, dass wir wenigstens einen guten Checkpoint haben. Also eigentlich müssen wir geradeaus, immer geradeaus, da den Weg runter, gar nicht so irgendwie rumhasteln. Sondern wirklich immer geradeaus jetzt. Wir sind ja schon mal voll den falschen Weg gefahren. Da ging es ja schon mal los. Und jetzt aber wirst du sehen, dass wir das richtig gut machen. Eigentlich. Er schickt uns wieder ganz woanders hin. Ja, hätte ich mir schon gedacht. Aber das ist ja nicht schlimm, wir fahren Vollgas. Ich glaube, dass wir das noch schaffen können. Und wahrscheinlich wird jetzt auch ein Gewehr stehen. Ein Schießgewehr. Ach so. Hä? Okay. Ich dachte, das sind noch böse von irgendeiner anderen Zeit irgendwie. Dass sie da noch nicht aufgeräumt hatten und überhaupt nicht. Wir haben einfach. Wir waren einfach schon am Punkt angekommen. Aber die wollen, dass ich jetzt genau dahin gehe. Das macht aber keinen Sinn. So, wir sind gleich da. Wieder machen. Überall Moskito. Boah, da ist der! Wie viel Kopfschüsse kann denn der vertragen? Ist ja auch krass. Vorsprung ist perfekt. Hä? Also ganz ehrlich. Der Vorsprung ist perfekt, sagt noch Jason. Ist ja sowieso ein ganz großer Schlaumeier. Komm, das machen wir nochmal. Aber ehrlich gesagt.
Wir müssen gleich mal hier lang. Warum auch immer irgendwo dagegen fährt, keine Ahnung, da scheint irgendwas zu stehen. Zu Fuß ist das zu weit, ne? Ich glaube auch, ja. Na gut, dann fahren wir jetzt noch mal hin, dann machen wir das Ganze noch mal, das ist gut. Aber dann würde ich auch sagen, eine kleine Pause, oder? Also, sehr langsam lächerlich. Also jetzt sind wir auch erstmal den falschen Weg gefahren, vor allem ist das das Nächste. Ah, der hat einen Geschützturm, das ist natürlich sehr gut. Dann weiß ich schon, was wir jetzt machen. Was war das? Im Moment ist mir der Ohrhörer rausgefallen. Komischerweise ist hier schon alles vorbereitet. Das werden wir gleich mal sehen. Erwarten, bis ich ihn sehe. Da ist er, Oliver. Mann, ist das spannend. Also wir sind jetzt hier mittendrin. Der Hubschrauber kommt und da muss auch Oliver irgendwie bei sein. Da ist der Konvoi. Da ist er. Da ist er, das ist Oliver. Den hatten sie ja noch geklaut. Ja und warum, was ist los jetzt? Spiel noch nur ein bisschen mit ihm, mein Gott. Hab dich nicht so. Aua, jetzt schlagen sie ihn. Die dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Lauf, Olli, na los! Ganz ruhig. Tja. Hä? Na, die warten ja immer extra. So gut. Leg dich hin, mein Freund. Das hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht. Hey, ich hab doch... Na dann schießen wir halt ein bisschen. Das ist doch alles kein Problem.
Ist ganz schön laut, ne? Mach mal Bums, das richtig hier. Das Boot. Oh, der war nicht schlecht. Oliver, hier! Ja, hoch mit dir und rein da. Na los. Junge, mach hin! Hey. Oh, ihr Mann. Hey, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier! Boot! Oh, halt das was? Boot gerade! Ich versuch's! Schneller! Wir kommen! Boah, ich hab da niemanden gesehen, ehrlich gesagt. Trucks. Okay. So. Oh, das verbraucht da richtig viel hier. Die sind noch. Guck mal, ich liebe dich. Du hast mich gerettet. Und sie haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Das ist voll verschwommen. Ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Da hat er seinen eigenen geboxt und dann war das Ding erledigt. So. Also ich finde ihn ja ein bisschen durchgeknallt, den Typen. Lisa, Daisy. Ich hab Oliver. Hey, Olli. Hey, Mädels. Schön wieder bei euch. Wie schön, dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Okay, ich muss dir auch was zeigen. Okay. Komm. Hey, ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ist ja. Doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Du findest besser die anderen.
Weg mit der Gießkanne. Ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht so viel davon nehmen. Jedenfalls haben wir wieder Fähigkeitspunkt bekommen. Und da müssen wir auch gleich nochmal gucken, wie wir den einsetzen.